Haben Sie freiwillig zugenommen, also, oder war das mehr so? Also ich habe freiwillig so viel gegessen. Wir basteln heute Gadgets fürs Handy. Okay. Einfach also Sachen, mit denen man die Handy-Erfahrung ein bisschen interessanter gestalten kann. Basteln Sie auch manchmal? Ich war die Tage in einem Kindergarten, die haben so schön geprickelt. War das prickelnd? Ein prickelndes Erlebnis. Ja, super. Ich kann, Sie können gerne das sonst noch alleine sagen, weil dann haben Sie auch ein paar Gags. Was ist ein Popsocket? Wissen Sie das? Socket im Sinne von Socken? Nee. Ich glaube, in keiner Sprache heißt Socket Socken. Aber zuerst nehmen wir einen Saugnapf, legen den aufs Papier und zeichnen mit dem Bleistift darum, damit wir dann eine passende Form und Größe haben, um das zu dekorieren. Ja, Sie sind ja extrem jung. Also jetzt politisch gesprochen. Im Mittelalter wären Sie wahrscheinlich jetzt schon tot. Aber im Schnitt stimmt das sogar, ja. Wir können das auch ausmalen. Ach, Sie malen es noch aus, gerne. Genau. Sie dürfen sich eine Farbe aussuchen. Aber ja. Sie sind gegen die Burka. Stimmt das? Das stimmt, weil ich gerne Frauen wie Männern in die Augen und ins Gesicht schaue. Ich meine, wenn wir hier beide mit Burka säßen, wäre ja ein bisschen öd, oder? Das dann wäre es aber einfacher, wenn Sie nicht gekommen wären. Hätten wir einfach irgendjemand anderen nehmen können. Okay, dann können wir das jetzt ausschneiden. Sie gelten ja als Merkel-Kritiker. Oder Sie sind Merkel-Kritiker. Warum denn eigentlich? Ja, weil Sie halt nicht einfach nichts sagen. Also ich finde ja, Demokratie und auch eine gute Diskussion lebt davon, dass man unterschiedlicher Meinung ist, dass man gute Argumente austauscht. Also meine Kiste hier oben jedenfalls springt immer nur an, wenn irgendwie mal ein paar andere Argumente und Sichtweisen ins Spiel kommen als meine eigene. Okay, andere Sichtweise kurz, das kann man auch als Jojo benutzen, wenn man es so schlecht macht wie also, ich. Ich weiß ja nicht, wie schnell das... Oh, jetzt klebe ich. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich ein großer Freund von Diskussionen. Ich diskutiere gerne. Und ich finde nicht, dass wir jede Diskussion gleich immer personalisieren sollten. Das ist eigentlich so wie Spider-Man, wie so eine ganz armselige Version von Spider-Man, die wir hier nachdrehen. Jetzt füllen wir die auf, damit es besser hält. Jetzt können wir den ganzen Leim noch ausdrücken. Ich habe Sie gemacht, Jens Spahn. Ich habe eigentlich nicht Sie gemacht, aber Sie finden, dass Sie das sind. Und insofern lasse ich das mal gelten. Das bin ich morgens ohne Make-up. Jetzt machen wir ein paar Lautsprecher. Für jede Party der Kracher. Dafür brauchen wir eine Papprolle von einem Küchenpapier. Ich habe da was vorbereitet. Wir können auch die Rollen nehmen, die wir schon haben. Ist ja wie im Küchenstudio. Jetzt können Sie sowas sagen wie die Rollenverteilung stimmt. Oder die Rollenverteilung, ja. Okay. So ein Wortspiel. Sollen wir nochmal? Ist gut. Okay, also geben wir mal. Ich habe da schon was vorbereitet. Ah, cool. Die Rollenverteilung stimmt. Ja, und wir machen jetzt einen Lautsprecher. Okay. Damit man uns auch hört, wenn wir was zu sagen. Genau, dann können Sie mal so richtig laut den Deutschlandfunk hören. Dann hören Sie den öfter? Ja, schon. Echt? Hören Sie den nicht? Ich bin, glaube ich, öfter zu hören, als dass ich ihn höre, ehrlicherweise. Echt? Das war jetzt so ein richtiger Angebersatz. Stimmt, ja. Sind Sie gerne Angeber? Ich höre nie Deutschlandfunk. Sie sollten das mal vielleicht hören, dann hören Sie, ob Sie rüberkommen wie ein Angeber oder nicht. Ja, offensichtlich. Gut, haben Sie mich erwischt. Wollen Sie eigentlich Kanzler werden? Wir haben doch eine gute Kanzlerin. Ich kämpfe gerade sehr dafür, dass sie es auch bleibt. Dass sie eine gute Kanzlerin bleibt? Wie nee, dass sie überhaupt Kanzlerin bleibt. Wir haben ja Wahlen in diesem Jahr. Das ist ja jetzt nur die Halterung fürs Handy. Ja. Und jetzt benutzen wir diese zwei Becher, um ein Surround-System zu basteln. Okay. Ich finde ja, Jens Spahn ist so ein Name, den könnte man noch ein bisschen verbessern. Einfach das stimmt. Das Problem an dem Namen ist, jeweils nur eine Silbe ist ein bisschen langweilig. Ja, und Spahn klingt ein bisschen so, als würde man versuchen, spannend zu sagen und dann fängt man aber an zu gähnen. Das ist vorbei. Wie wäre Ihr Traumname? Jens Spaß. Mit meinem Nachnamen habe ich eigentlich gar keine Probleme. Mit Ihrem Vornamen haben Sie mehr Probleme? Ne, Probleme habe ich auch nicht, aber den kann man natürlich... Ich habe ja zum Beispiel einen zweiten Vornamen, Georg. Jens Georg. JG können Sie sich nennen. JG Spahn. So. Das muss ja nur noch reinpassen, stimmt? Genau, wenn das gar nicht funktioniert, sind solche Becher natürlich auch sehr geeignet, um einfach ein Schnurtelefon draus zu machen. Ist auch abhörsicher. Das haben wir früher allerdings auch gemacht. Das sind so Dinge, die habe ich tatsächlich alle mal gebastelt. Sie kommen ja aus dem Münsterland, Ahaus. Ich komme aus dem kleinen Dorf bei Ahaus.
Das heißt, ist Atommülllager. Da ist ein Zwischenlager für Kernbrennelemente, das stimmt. Haben Sie da mal demonstriert? Nee, ich war eher in der Anti-Anti-Bewegung, weil mir zu viele Leute vorschreiben wollten, wie ich zu denken habe. Also Sie lassen sich lieber von Atommüll beeinflussen als von Menschen? Nein, ich lasse mich gerne von Argumenten beeinflussen, von dem, was ich dann für richtig halte, nachdem ich die Argumente gehört habe. Einfach Play, oder? Ja. Wow. Das ist cool, oder? Wir mussten echt extra so und ein bisschen komische... Und das mit Bordmitteln. Ist das jetzt lauter oder ist das genau gleich? Ein bisschen anders klingt schon. Es klingt einfach ein bisschen schlechter. Nee. Das klingt schon, finde ich, ganz gut. Ich finde, wir haben das gut gemacht. Super. Dann können wir noch den Popsocket, der ist mittlerweile abgekühlt, benutzen. Für die. Ah, das hält. Okay, machen wir ein Selfie. Ja, sehr gerne. Dann kann ich nämlich damit angeben, wenn Sie mal Kanzler sind. Ich weiß nicht, ich glaube, Ihr Comedy-Talent ist eigentlich erstaunlich klein dafür, dass, also wenn man mit 15 in die junge Union geht, hat man eigentlich ein Leben, das auch aufs Comedian-Dasein rauslaufen könnte, oder? Ja, das ist wahrscheinlich schon so, aber ich bin halt kein guter Bastler, wie man merkt. Aber es ist ja lustig. Okay. Wie gucken wir? Beim Basteln. So. Haben Sie die Nummer von Angela Merkel? Wollen Sie anrufen? Ja. Hä? Haben Sie die Nummer? Ich kann ja ab und zu mal miteinander reden. Geil. Ich habe ja eigentlich einfach gesagt, ich will mit wichtigen Leuten reden, aber dass sie so wichtig sind, wusste ich gar nicht. Vielen Dank, Jens Spahn. Pleasure. So. Wie geht das jetzt? So? So, ich weiß. Okay. Danke.